Shotflow. Von welchen drei Menschen oder Quellen hast du in den letzten Jahren etwas gelernt oder wem bist du gefolgt? Ja, so ein bisschen Zeitung und lerne natürlich dort von meinem Mann, von meinen Eltern. Ja, von meinem Chef natürlich, von meinen Arbeitskollegen lerne ich immer wieder Sachen. Ja. Was war bis jetzt deine beste oder lohnendste Investition? Schon sicher auf den Sport setzen, ja. Gibt es ein Morgenritual in deinem Leben? Ja, Kaffee trinken. Musik zum Aufstehen oder Einschlafen? Nein, eigentlich nicht zum Aufstehen oder Einschlafen, aber sonst... Natürlich viel, ja, hast du gesagt, also der halbe Tag ist jetzt einbetrieben, weil beim Arbeiten geht es ja dann auch wieder nicht, aber so im Zug zum Beispiel. Welchen Rat hättest du dir mit der Erfahrung, die du heute hast, mit 20 gegeben? Mehr Momente zu geniessen und einmal zufrieden zu sein. Der beste Rat, den du jemals bekommen hast? Ja, dass man, also so ein bisschen eben, dass man etwas dazu tun muss, dass wieder etwas zurückkommt im Leben. Wann hast du herausgefunden, was du wirklich willst? Ja, man ist ja immer wieder ein bisschen auf der Suche. Vielleicht, also bei gewissen Sachen weiss ich es und bei gewissen Sachen finde ich es vielleicht nie raus. Angst vor dem Scheitern? Nein, eigentlich nicht. Ich finde es immer besser, etwas zu versuchen und dann zu scheitern, als gar nicht erst zu versuchen. Mehr Angst, sich nicht zu getrauen, etwas zu versuchen, vielleicht etwas zu wagen. Wer ist in deinen Augen erfolgreich? Wo zufrieden ist mit dem, was er selber macht. Was ist dein Antrieb Tag für Tag? Jeden Tag das Beste zu geben, ja, jeden Tag etwas zu lernen, jeden Tag können sagen, dass man auch vielleicht jemandem eine Freude gemacht hat, jemandem geholfen hat, etwas Gutes da hat und auch sich selber unter anderem. Gibt es eins oder mehrere Zitate sogar, nach denen du lebst oder du oft daran denkst? Also früher habe ich immer in die Bücher geschrieben, wenn nicht im Ziel liegt das Glück, sondern im Weg dahin. Und habe eigentlich gar nicht recht verstanden, was es heisst. Aber ich finde es eigentlich super. Also eben, ja. Das denke ich ab und zu. Was ist für dich Glück? Wenn man jeden Tag gerne aufsteht und sich auf den Tag freut. Was ist für dich Flow? Eine Mischung zwischen sich gehen lassen und sich trotzdem konzentrieren und etwas aktiv machen. Wenn du einen beschissenen Tag hast, was machst du, um zurück in deinen Flow zu kommen? Ich finde, einfach mal darüber schlafen hilft schon recht fest. Flowcast. Abonniere meinen Podcast, kommentiere und folge mir auf Facebook. www.flowcast.ch Flowcast. Just Flow.